Hallo zusammen, ich habe heute im Hintergrund von mir die Erweiterungspläne der Marienschule in Kapellen. Ein Projekt, wo wir rund 6 Millionen investieren wollen in die Schule. Einmal bestehend aus einem Neubau, der im Herbst diesen Jahres fertig sein wird. Anschließend kann dann die Schule in den Neubau ziehen und der Altbestand wird entsprechend saniert, sodass wir im Sommer 2022 mit dem Projekt komplett fertig sein werden, inklusive Außenanlage. 6 Millionen, die wir dort investieren. Wir sind bisher in der Budgetplanung geblieben. Die Bau GmbH hat zugesichert, auch die Zeiten entsprechend einzuhalten. Ich denke mal, ein ganz schönes Projekt auch letztendlich für die Ortschaft. Beim Thema Corona, wir haben heute 10 neue Fälle reinbekommen. Wir sind heute bei insgesamt 73 positiv Infizierten. Die Zahl ist hochgegangen. Ich habe die Kollegen aus dem Ordnungsamt gefragt. Wir können keinen konkreten Hotspot feststellen. Ist das familiäre Umfeld und wir erwarten eigentlich auch, dass wir noch weitere Fälle reinkriegen aus dem Osterwochenende, wo ja noch die Testungen teilweise jetzt noch in den Laboren liegen und erst noch die Ergebnisse entsprechend noch eintrudeln werden. Vielleicht, wie stehen wir bei den Impfungen da? Wir haben insgesamt im Kreisgebiet 65.300 Impfdosen in die Arme gejagt, kann man vielleicht mal sagen. 50.000 im Kreis haben eine Erstimpfung bekommen und die entsprechenden anderen haben die Zweitimpfung bekommen. Wir liegen da im Landes- und Bundesdurchschnitt ganz gut dabei. Diese Woche sind ja auch die ersten 50 Impfdosen an die Hausärzte verteilt worden. 50 ist nicht besonders viel, aber Sie wissen ja auch, dies soll bis Ende des Monats stetig ansteigen, weil ja weitere Impflieferungen erwartet werden. Für die Schulen heißt das ja, dass nächste Woche der Distanzunterricht beginnt, also kein Wechselunterricht wie vor den Ferien, sondern Distanzunterricht, abgesehen von den Abschlussklassen. Bitte informieren Sie sich da nochmal bei Ihrer Schule. Ich denke mal, die Schulleitungen werden entsprechende E-Mails noch versenden. Wir bekommen täglich jetzt hier Testlieferungen für die Schülertests auch zugeschickt. Da kommt auch genug, sodass dann vielleicht in einer Woche auch mit dem entsprechenden Testkonzept in den Schulen gestartet werden kann. Das wäre es von mir gewesen diese Woche. Ihnen alles Gute noch und ein schönes Wochenende.